Um mit dem Scharfschützen von Level 14 auf Level 15 zu kommen, müssen wir am Lavadukt auf Golem Island 12 Gegner mit Kopfschüssen töten. Hier befinden wir uns bereits. Dann müssen wir einen Gegner mit einem Scharfschützengewehr und einen mit einer Handfeuerwaffe schnell hintereinander töten. Und einen Gegner mit einem Kopfschuss aus mehr als 350 Metern. Es könnte schwierig werden. Schauen wir gerade schnell. Hier oben haben wir einen Gegner. Aber der läuft jetzt natürlich gerade weg. Vielleicht kommt der nochmal zurück. Selbst das sind keine 350 Meter. Selbst das sind weniger. Ach du Heilige. Na gut, dann gehen wir erstmal hier hoch und dann schauen wir mal. Ja, ich habe meine Tarnung, meine Farben etwas angepasst an die Umgebung. Von grün auf ja, schwarz, weiß, wie auch immer. Leicht bläuliche Waffe. Atex, irgendwas ist die Tarnung auf der Waffe. Und habe mir als Perk die Genauigkeit genommen, die dann sowieso wieder weg ist, sobald ich sterbe. So, einmal hier hoch. Und dann nochmal hoch. Und dann sind wir, glaube ich, oben. Das Ding von wegen Handfeuerwaffe und Scharfschützengewehr, in beliebiger Reihenfolge übrigens, würde ich am liebsten mit der Handfeuerwaffe beginnen. Wobei, eigentlich ganz schlau, das umgekehrt zu machen. Tatsächlich zuerst mit dem Scharfschützengewehr. Den einen Gegner da hinten noch markiert. Da hinten steht noch einer. Das Problem ist, ich brauche einen in der Nähe für die Handfeuerwaffe. Da hinten, der ist aber zu weit weg. Ich sehe den gleich nicht mehr bestimmt. Ah doch, der steht da. Okay, ich glaube, der bleibt noch eine Weile da stehen. So, wo ist der Gegner hin? Da. Gut, das war das eine. Hui. Nice. So, haben wir hier einen Gegner. Kein Kontakt hier. Ach, es müssen nicht mal Kopfschüsse mit einem Scharfschützengewehr sein, sehe ich gerade. Oben ist auch noch ein Gegner. Vielleicht markiere ich mir den besser, weil der steht höher. Wobei, der läuft gerade runter. Ich komme da nicht auf 350 Meter, ne? Ne, da muss ich mich wohl an irgendeinen anderen Ort begeben. Das hier am Lavadukt, glaube ich, wird das nix. Roger, verstanden. Hier auch. Volltreffer, Baby. Bleib stehen. Das Pling habe ich bis hierher gehört. Was mich immer wundert, ist, dass die Gegner das nicht hören. Yay, Level Up. Wie habe ich eigentlich die Waffenmeisterung eingestellt? Auf PSG? Nee. Geh weg. Das muss natürlich auf Scharfschützengewehr sein hier. Gut, dann mache ich, keine Ahnung, PSG. Bisschen Mobilität oder so. War ein bisschen mobiler hier mit dem Teil. Gegner, Gegner. Da hinten ist einer runtergegangen. Ziemlich gut. Wie viel brauchen wir noch? Noch 5. 4.
3. Da läuft einer da hinten dran rum. Da ist einer. Oder auch nicht. Es ist nur eine Lampe, die nicht richtig gerendert wird auf die Distanz. Brauche noch 4 Gegner, bitte. Hier ist nichts. Er ist schon tot. Da hinten ist noch einer. Oder auch nicht. Wo sind denn hier die ganzen Gegner? Ich höre, aber sehe keinen. Kann man da reinfliegen? Nee. Hat einer eine Leiche entdeckt, glaube ich. Da ist einer. Da. Shit! Daneben geschossen. Nee, doch nicht daneben geschossen. Es war nur kein Kopfschuss, verdammt. Verdammt! Oder? Ja, kriege ich denn hier noch 4 Gegner mit Kopf? 3 Gegner mit. Moment mal, wenn es 3 sind, dann hat er doch gezählt. Ach, weiß der Kuckuck. Naja, auf der anderen Seite vielleicht noch. Schauen wir mal. Da ist noch einer. Verdammt, der hat gesessen. Jo, der hat aber sowas von gesessen. Ich habe eine ziemlich rasche Auffassungsgabe hier. Aufpassen vor den Geschütztürmen noch. So. Ich könnte auch die Tarnung einsetzen, aber das lasse ich jetzt einfach mal. Hey, my boy. Angriff! Pass nicht mehr auf. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Was? Warum Granate? Nicht schlecht. Was machen die da hinten? Die laufen wieder Amok. Was soll das? Ich brauche noch einen Gegner, verdammt. So weitergeht, deaktiviere ich die KI-Kameraden. Die klauen mir hier immer die Kills, die ich brauche. Kein Gegner mehr da, ne? Ist nichts mehr, ne? Kein Gegner. Oder zählt das hier auch noch zum... Aber das sind auch keine menschlichen Gegner mehr. Da oben ist noch die Behemoth, aber... Tatsächlich ist der Heli auch nicht mehr da, ne? Früher war der da. Das wurde wohl rausgepatcht, was ich sehr schade finde. Beziehungsweise, der ist weg seit der... letzten Motherland-Mission. Was schade ist. Aber naja, es ist, wie es ist.
Kein Gegner mehr da, ne? Dann Schnellreise zurück zum Biwak. Hoffen, dass dadurch die Gegner respawnen. Kann ich gerade gucken. Den einen kann ich auch von hier unten letten. Ja, der ist nochmal da, oder? Oder? Ich glaube, da liegt nur eine Leiche. Da ist keiner. Ich glaube, ich muss aus dem Gebiet weg. Erstmal. Einmal Schnellreise sonst wohin und dann nochmal Schnellreise zurück. Ach Mann, ärgerlich. Jetzt haben die mir den letzten Gegner weggesprengt, die KI-Kameraden. Er schreit nach einer Granate. Naja, steckt man nicht drin. Oh, es ist einfach so schön. Und wieder zurück ins hässliche Gebiet. Das waren meine Knie, die knacken. So, jetzt müssen die Gegner aber wieder da sein. Ich krabbel jetzt erstmal da hinten hoch. Ja, ich höre Gegner, sehr gut. Neuigkeit habe ich noch, ne? Ja. Das ist da ein Gegner, ich glaube. Bäm, das war er. Geil, das war er. Und jetzt töten sie einen Gegner aus einer, mit einem Kopfschuss aus einer Entfernung von mehr als 350 Metern. Wo kriegen wir das hin? Das ist eine Herausforderung. Einen Ort dafür zu finden. Auf Golem Island. Wobei das könnte hier bei dem Testgelände eventuell funktionieren. Muss ich gucken, ob wir da weit genug wegkommen und trotzdem noch einen Gegner sehen, weil da gibt es zumindest Wachtürme. Wenn auf einem einer draufsteht. Schauen wir direkt. Keiner drauf. Da auch keiner drauf. Gut. Aber hier spazieren doch normalerweise Leute rum. Oder zumindest einer. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Da weit genug bei. Guck mal, kriegen wir fast von hier aus hin. Ich gehe mal da hinten auf den Hügel. Gut, der ist jetzt natürlich im Gebäude, aber... Immer noch kein 350. Mann, Mann, Mann. Jetzt sind es 350. 349. 350. Gibt es einen, der noch ein bisschen weiter weg ist, vielleicht? Deswegen, ich habe auch keine Ahnung, wie der Bullet Drop ist. Ist kein Gegner mehr sonst. Ich hätte gerne einen im Turm. Weil die bewegen sich nicht besonders weit weg. Da. Ich guck dann derweil mal, wie der Bullet Drop ist. So ungefähr. Bin gar nicht da. Beachte mich nicht. So, der Bullet Drop. Ungefähr. Fast gleich null. So. Luft anhalten. Shit! Ah, ich hab die Bullet Travel Time überschätzt. Ja, wo läuft er denn hin? Wo laufen die hin? Oh Gott. Heilige Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet, dass die Behemoth so weit schießen kann. Okay, machen wir Schalldämpfer ab. Laden nach. Gut, das war nicht so gut gelaufen.
Scheiß Vieh da hinten. Ich komme nicht mehr raus. Ich könnte den Generator zerschießen da hinten. Bringt mir zwar nichts, aber... Oh, guck mal. Können die jetzt bitte wieder rauskommen oder... Nee, ne, scheinbar nicht. Die haben sich da drin alle verschanzt. Keiner guckt auch nur mit dem Köpfchen raus. So, kommen sie jetzt vielleicht wieder raus? Nee, natürlich nicht. Gut, dass das Ablenkungsmanöver funktioniert hat, auch wenn es gar nicht so beabsichtigt war. Keiner mehr draußen. Wir sind alle weg. Kann ich mich während des Kampfes an ein Biwak setzen? Meine Schnellreise funktioniert nicht, aber vielleicht kann ich mich ja da hinsetzen. Jo, das geht. Das geht. Dann direkt wieder aufstehen. Dann müssten die sich ja eigentlich beruhigt haben, oder? Nö. Haben sie nicht. Ja, ich kann da nichts mehr machen sonst. Moment mal, es gibt da hinten auch noch Gegner, normalerweise. Auf der anderen Seite. Da war auch keiner mehr. Cool. Na gut, dann eben nicht. Jetzt Schnellreise vom Biwak aus. Einfach mal ausprobieren. Ich glaube, ich habe mich noch nie im Kampf an Biwak gesetzt. Nein, Schnellreise geht im Biwak generell nicht. Gut, alles klar. Wenn ich jetzt die Zeit vorspule auf den nächsten Tag. Die sind immer noch am Kämpfen. Cool. Na gut, dann fahren wir einfach mal weg. Es wurde ja mit irgendeinem Update wurde ja reingebracht, dass Gegner sich nicht mehr beruhigen, wenn man selbst noch in der Nähe ist. Oder ich habe die Patchnotes falsch verstanden, das kann auch sein. Oder ich habe es einfach nur falsch im Kopf. So, ich fahre jetzt einfach mal hier weg. Hui. Sieht schon cool aus. Oh oh. Gut. Alles klar. ja. Das war so zwar nicht beabsichtigt, aber so geht's auch. So geht's auch, definitiv, ja. So geht's auch. Gehen wir nochmal dahin. Schnappen wir uns nochmal den Genauigkeitsperk. Und
Und sind diesmal vielleicht nicht so ungeduldig. Ich glaube, das wird viel ausmachen. Und ich glaube, dann lasse ich den Schalldämpfer ab. Und wenn er mit Schalldämpfer, also der Bullet Drop mit Schalldämpfer, schon fast gleich null ist, ist er bestimmt mit, ohne Schalldämpfer meine ich, komplett gleich null. Könnte ich mir vorstellen. Einmal Genauigkeit bitte. Ach, das ist wieder automatisch aktiviert. Ja, cool. Der Ghost Recon Profi weiß sowas nicht. Schwach. Schwache Leistung. Gut. So. Sieht halt schon cool aus hier. Sieht halt schon cool aus. Ich möchte hier wohnen. Und vielleicht ohne die ganzen Gegner. So. Schalldämpfer ab. Achso, der war schon ab. Okay. Schalldämpfer nochmal dran. Und wieder ab. So. Genau. Ich muss mich so nah nach vorne beugen. So weit nach vorne beugen. Der vielleicht auch. Nee, jetzt ist er nicht mehr weit genug weg. Verdammt. Ich muss mich da so weit nach vorne beugen, dass ich überhaupt was sehe. Oder erkennen kann, besser gesagt. Auch einen größeren Monitor. Größeren Laptop. Da ist der eine in dem Häuschen drin, der andere spaziert draußen rum. Okay. Nehmen wir eben den anderen. Ach, Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich habe einen Helikopter gesehen. Oh, dann machen wir eben die Tarnung an, fertig. Schalldämpfer kannst du unentdeckt. Okay, es war beides kein Kopfschuss. War schade. Oder schlecht, besser gesagt. Ich hab doch müssen noch einen Tick weiter nach oben ziehen. Oh shit. Nichts Verdächtiges gesehen. Immer mitten rein. Keine Bewegung hier drüben. Verstanden. Keine Aktivität hier auch. Nichts zu berichten. Verstanden. Aber nichts zu berichten. Ich hoffe, die kommen nicht hier hoch. Ja, wenn ich schieße, kommen die garantiert hier hoch, aber... Und jetzt ein bisschen höher. Jawohl! Und damit sind wir auf Level 15. Nice. Haha, geil. Ja, cool.